her. Zwei Frauen haben begonnen und eine riesige Bewegung entsteht. Es ist mittlerweile also auch von Prinz Charles ausgezeichnet. Und jetzt zeige ich euch also Alternativen zum Supermarkt. Genau. Also sie haben das Ziel in kurzer Zeit, also sie haben sich 10 Jahre Zeit gegeben, um als Stadt sich komplett selber zu versorgen. Und da wollte ich euch noch erwähnen, also bei uns in Chiemgau, wo ich jetzt gerade herkomme, da sind die Leute unterwegs, bis zum Jahr 2020 energieautark zu sein, aber keiner denkt dran, ernährungsautark zu sein. Also die Gemeinden denken nicht dran, aber wir schauen ja schon. Dann gibt es in Deutschland eine Stadt, die Stadt Andernach, die ist am Rhein. Die macht was Ähnliches, da baut auch die ganze Stadt Gemüse an. Die machen das aber nur aus Schönheitsgründen einfach so. Aber der Effekt ist eben auch, dass man sich davon ernähren kann. Da haben solche Architekten haben begonnen, statt mit Blumenrabatten und so weiter, ihre unschönen Ecken überall mit Gemüse zu verschönern. Und es war erst umstritten, aber jetzt ist es auch eine Riesenbewegung geworden. Ganz viele Städte möchten auch essbare Städte werden. Das sind Exkursionen dahin und so weiter. Die Stadt macht auch immer mehr mit und es dehnt sich einfach alles immer mehr aus. Das zeige ich euch auch im kurzen Film. Also, jetzt müssen wir mal schauen, dass das geht. Ja, das sind noch ein paar Bilder. Also, das seht ihr, das ist so in einer alten Ruine, wo die da anbauen und die Menschen dürfen alle ernten. Mithelfen und ernten.